Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Battlefield Hardline. Okay, wir haben ihn jetzt, also Kang, zerlegt, wie es scheint. Da beschützen Sie sicher irgendwas Wertvolles. Möglich. Ich gehe aber gerade nochmal Munition nachladen. Vielleicht auch hier unser Sturmgewehr mal ausprobieren. So, zack, Dankeschön. So. Hier raus, wie ich schätze. Ja, genau, Brecheisen ist immer ein neuer Levelabschnitt. Ich würde sagen, Jackpot. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Bist du jetzt der Drogen-Rainman? Überlassen wir das den Cops. Das Zeug kriegen die Cops nicht. Was hast du denn damit vor? Wir sind in Los Angeles. Ich kann das in 6 Tagen verkaufen. Ach, was rede ich? Ich kenne einen Basketballprofi. In 4 Tagen. Heißen kein Witz. Los jetzt. Ich bring das Zeug hier raus. Du kannst mir gerne dabei helfen. Der Gabelstapler fährt ungefähr 0 km/h. Damit bist du nächste Woche in Hollywood. Komm schon! Hey, Tyson, ich bin nicht blind. Und was machst du dann da? Los, ich hab's doch gleich geschafft. Willst du mal da aussteigen? Tyson, verdammt! Geh nach hinten und schieb! Raus da! Scheiße! Kein Wort jetzt. So, damit hätten wir dann auch diese Episode abgeschlossen. Ja, das Ende war es doch etwas, sagen wir mal, plump von der Szene. Hätte man besser machen können. Aber ansonsten war es eigentlich eine ziemlich coole Episode. Alles halt relativ abwechslungsreich gewesen. Wir haben diesmal auch, wie gesagt, ich habe jetzt auch die ja nochmal neu gemacht. Und auch alle Verdächtigen festgenommen diesmal. Episode 7: Glashäuser. In Kangs Laden ließ sich nichts Brauchbares zu DOS finden. Vielleicht findet Boomer Hinweise in den heruntergeladenen Dateien. Okay, viele Alternativrouten. Alles klar, gegen eine gegnerische Cliffig versucht, bla bla bla. Ja, können Meister werden, ohne einen Schuss abzufeuern, das weiß ich. Habe ich ja beim ersten Mal oder am Anfang ja auch oft hingekriegt. Oder zumindest fast, ohne einen Schuss abzufeuern. So viele leise ausschalten, genau. Das macht Sinn. Ja, wie gesagt, unsere tollen Ladebalken hier oder Ladebildschirme. Bisher läuft es halt noch ganz gut und da ich mich jetzt ja nicht mehr so auf das Schleichen konzentrieren muss, kommen wir auch etwas fixer voran. Ich glaube, wenn wir die jetzt alle schleichend hätten ausschalten wollen, hätte das nochmal irgendwie so 10, 15 Minuten länger gedauert, schätze ich. Wir haben 2 Verdächtige und können hier noch ein paar neue Beweise finden. Ausrüstung lasse ich, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also im Moment, wer weiß, mit was wir es da zu tun haben. Und wir klicken mal auf Weiter zur nächsten Sequenz. Kriegen wir ein Update oder was? Ich soll also echt den ganzen Hightech-Kram erklären, den ich hier gerade mache? Nein. Okay, hier ist was. Was denn? Party-Einladung für Kang. Nette Empfängerliste. Für viele von denen habe ich schon gearbeitet. Die Partys in Mount Olympus. Ist das ein Code? Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Stadtteil. Und die Party ist um Mitternacht. Ich sehe mir das mit Kai an. Bist du dabei? Ah, ich bin nicht so die Partymaus, aber...
Klar. Sexy. Okay, los. Das Ding geht gleich hoch. Wo hast denn das eigentlich her? Von Boomer. Der hat schon mit Bankräubern zusammengearbeitet. Hätte sich vielleicht wenigstens... Aber nicht durch die Eingangstür. Wenn wir reingehen, müssen wir leise sein. Naja, relativ leise. Gut, sind wir leise. Neil Rock, Mega-Arschloch, steht auf Knarren und Drogen. Und interessiert daran, Dawes Privatpolizei zu finanzieren? Vermutlich ja. Alles bestens bewacht, also habe ich... Das hier dabei. Auf Alarm brauchst du nicht achten, der Strom ist aus. Das sind die Notlampen. Der Strom ist immer noch weg. Glaub mir, Boomer ist ein Fachmann. Na gut. Schauen wir uns mal hier unten um. Da können wir nicht raus, oder? Nee. So, und hier gibt es wohl irgendwo Geheimgang, habe ich halt in den Errungenschaften mal gesehen. Den würde ich auch ganz gerne mal finden. Nicht die Tür. Suchen wir einen anderen Weg. Durchs Fenster eventuell. Okay, dann rein da. Frage, ist das der Geheimgang? Wahrscheinlich. Sonst kann ich hier nämlich nichts großartig erkennen. Hier vielleicht? Nee. Können ja auch ein bisschen rumrennen, weil wie gesagt, hier ist im Moment noch nichts oder niemand, der uns sichten könnte. Na komm, nehmen wir das Fenster. Klopf, klopf. Also gut, jetzt brauchen wir einen Ort für die Wanze. Boomer sagte, eine Menge Ganoven kämen zu dem Meeting. Es gibt sicher einen Konferenzraum. Schauen wir uns erstmal hier um. Na genau, gibt's hier Beweise. Jawohl, 4 Stück. Kai, hier lang. Kommt es dir auch so vor, als wäre es hier ein bisschen zu ruhig? Solange keiner auf mich schießt, ist mir das recht. Wahrscheinlich da, nebenan, in dem Raum. Moment, Moment, Moment. Aber wahrscheinlich hätten wir da draußen hin müssen. Kann ich noch mal raus? Geht das? Mist. Vielleicht kann ich durch die Tür raus. Nett. Verdammt, ich möchte eigentlich ganz gerne den Beweis da draußen noch einsammeln. Hm.
Hier wäre vielleicht noch was. Gehen wir noch mal in den Schleichmodus. Wir kommen ja auch nicht mehr zurück, oder? Nee. Sieht aber schick aus, muss ich sagen. Na gut, wie gesagt, notfalls werde ich dann das mit der Episode nochmal neu machen. Was für ein Arschloch lebt in so einer Bude? Ein reiches Arschloch. Ein reiches Hollywood-Arschloch. Aha. Wir müssen doch mehr... Ach, da hinten ist schon der nächste Beweis, okay. Oh, sag bloß, der ist auch draußen. Ach, nee. Dachte schon. Na komm. Steh halt auf. So, ein paar Lieferzettel gefunden. Können wir sonst noch irgendwas machen? Scheinbar eher nicht so. Weiter, da hinten. Nett. Ein weißer Van. Passt nicht ganz zu den Wagen, die hier rumstehen. Ach, hier können wir, glaube ich, auch wieder raus, oder? Na, endlich. Okay, es scheint doch im Haus zu sein. Alles klar. Gut, beruhigt mich. Wahrscheinlich im zweiten Stock dann. Ja, doch. Wegfahren können wir mit denen ja bestimmt nicht, oder? Vielleicht nachher. Das vielleicht nachher zum Fliehen. Zum Motorrad. Ich bin ja mal gespannt. Okay, hier war sonst nichts. Sonst hätte mir das ja was. Oder? Nee. Ich glaube, dann gehen wir mal nach oben. Und schauen uns dort um. Dann können wir auf die Terrasse. Wahrscheinlich, wenn wir das Fenster zerschießen. Aber ich das hat ja auch was. Fürchte, hier kommt es noch früh genug zu einer Ballerei. Das hat echt was. Coole Sache. Na gut. Wer Geld hat, kann sich so einen Spaß erlauben. Kai ist natürlich schon hochgegangen. Lass mich doch mal in Ruhe hier unten gucken. Da oben. So ein bisschen Fernseh. Dreckspanorama. Polter, Polter, Polter. Ich glaube, das ist mal neidisch. So, dann gucken wir mal da hinten wahrscheinlich. Ja, doch, nette Dusche auf jeden Fall. Laptop. Darüber 19 Meter, kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen.
Und jetzt soll wieder Richtung Auffahrt. Ach, vielleicht muss ich doch raus. Da doch nochmal runter. Wie gesagt, ich will diesen Beweis finden. So ganz scheint das mit den Levelgrenzen hier ja auch noch nicht durch zu sein. Hier das Ding vielleicht? Nee. Ups. Okay, dann gehe ich doch nochmal außen rum. Lassen wir uns heute mal ein bisschen mehr Zeit. Ja, dann bin ich mal gespannt. Vor allem, wenn ich mich halt hier wieder verlaufe. Ob mir da hinten jetzt was angezeigt wird. Gut, hier kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht mal da irgendwie drauf springen. Kommen wir da irgendwie drauf? Wird sich rausstellen. Wie gesagt, notfalls kann ich es ja nochmal irgendwann zwischendurch neu machen und dann den entsprechenden Teil raussuchen. Also ich kann es hier unten leider erstmal nichts finden. Vielleicht tatsächlich erst beim Rausgehen. Das Ding ist es ja nicht. Ah, Moment, wir könnten hier doch gerade interagieren, oder? Na, das war wieder nach rechts lehnen. In der Dusche haben wir nichts. Meine Güte, die Sache mit den Beweisen. So, ab nach oben. Moment, hier war ja nichts mehr. Ist da hinten vielleicht noch irgendein Zugang? Nope. Scheiße, sorry, Handy ist noch an. Ich schätze, das ist dein erster Einbruch, oder? Haha. Deswegen mal dran gehen können, vielleicht ist es ja was Wichtiges. Oh. Laut Kangs E-Mail, ja. Such dir einen Ort für die Wand. Ich sehe keinen Konferenzraum. Und du? Hoch in den zweiten Stock. Na, vielleicht ist da ja noch was. Scheint ein Konferenzraum zu sein. Hier findet das Treffen sicher statt. Gut, hier können wir aber nichts machen. Tja gut, dann platzieren wir mal, obwohl ne? So ein Beamer ist auch nicht schlecht. Was ist denn das für einer? Sieht man den hier irgendwo? Wohl abgebaut. Müsste klappen. Okay, Wanze platziert. Los jetzt. Oh oh. Scheiße. Komm schon. Das bricht es wieder an. Hab den Generator angeschaltet. Oh oh. Tja. Ich dachte, es ginge um Mitternacht los. Gab eine Planänderung.
Hier entlang, Gentlemen. Macht es euch gemütlich. Ich dachte, Kang würde auch kommen. Kang kommt nicht. Seine Frau ist krank. Krank? Die ist erst 25. Was hat sie denn? Schnupfen? Kang wird nicht dabei sein, weil er tot ist. Genau deshalb haben wir das Treffen vorgezogen. Ich dachte eigentlich, du würdest ihn beschützen. Unser Schutzangebot ist nun mal breit gefächert. Wer war das? Du? Ich bin weg. Gentlemen, hinsetzen. Klappe halten. Lass den Mann reden. Wisst ihr, es könnte doch alles so einfach sein. In Miami haben wir zwischen Wichsern wie euch vermittelt und Streitigkeiten wurden so beigelegt. Durch Reden. Wir wollen weder euer Gebiet noch eure Waren. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Es ging in Miami. Und es wäre schön, wenn die Hohen Herren auch hier endlich sowas wie Geschäftssinn entwickeln könnten. Sehr gut. In Kürze kommt eine Limousine mit einigen der entzückendsten Teilzeit-Kosmologie-Studentinnen von ganz Hollywood. Bitte, die Party kann beginnen. Viel Vergnügen. Liegt dir was auf dem Herzen? Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Und ich muss mit ein paar Leuten reden. Ich bin nachher wieder da. Deine Kohle ist bei mir in besten Händen. Keine Sorge. Der Mistkerl ist hier? Kai. Durch das Fenster kriegen wir ihn vielleicht. Vergiss Stoddard. Ich habe eine Idee. Was? Gib mir dein Handy. Okay. Ist da was Wichtiges drauf? Nur mein Candy-Spiel. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Huhn Galaxy S. Schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird. Ja. Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Halt, was? Ich muss mit Sergeant Stoddard sprechen, bevor er geht. Und wir können auch nicht zu zweit hier durchs Haus schleichen. Ach. Los, hilf mir mal. Ich hätte niemals vertrauen dürfen. Ach, wahrscheinlich aber dann da draußen die... Persönlich? Wegen denen war ich 3 Jahre im Knast. Wegen dir. Ist auch persönlich. Tut mir wirklich leid. Als ich im Knast war, starb meine Mom, Kai. Nick, das... Weißt du was? Vergiss es. Du bist mir scheißegal. Naja, gut. Schauen wir uns in der nächsten Folge hier mal um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.